Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder die November-Neuheiten für euch, also alle Bücher, die im November neu erscheinen. Und das sind wieder einige. Einige dabei und auch teilweise wieder richtig, richtig coole. Meine Wunschliste explodiert auf jeden Fall mal wieder. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und anfangen möchte ich gerne mit einem Buch, das eigentlich hätte im November erscheinen sollen. Aber der Verlag hat das ganz spontan nach vorne gezogen. Das heißt, es ist schon im Oktober erschienen. Aber da ich es im Oktober nicht wusste, wo ich oder beziehungsweise wo ich das Video gemacht habe für die Neuerscheinungen für den Oktober, konnte ich es da ja noch nicht mit reinnehmen und möchte es jetzt einfach trotzdem erwähnen, auch wenn das Buch bereits erschienen ist, wenn dieses Video online gehen sollte. Aber es ist durchaus erwähnenswert, denn es ist tatsächlich eine Fortsetzung, auf die ich eigentlich auch schon warte. Es ist nämlich Four Houses of Oxford von Anna Savas. Der zweite Band, Gewinne das Spiel. Da ist am Anfang diesen Jahres, ich glaube im Februar oder März, ich glaube Anfang März, ist da der erste Band erschienen und ich fand es ganz spannend, deswegen denke ich mal, werde ich da auf jeden Fall auch den zweiten Band zu lesen oder hören, je nachdem. Da es natürlich eine Fortsetzung ist, kann ich hier den Klappentext nicht vorlesen, sondern lese euch stattdessen nochmal den Klappentext des ersten Bandes vor. Das Leben mischt die Karten, doch du spielst das Spiel. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird, scheinen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem, dass sie mit der Zusage die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Einmal muss Harper am Spiel der vier Farben teilnehmen und steht ihrer Vergangenheit gegenüber. Finley, der sie vor Jahren ohne Erklärung im Stich ließ und sie jetzt ausdrücklich vor der tödlichen Magie der Diamonds warnt. Das war auf jeden Fall ein spannender Auftakt damals, fand ich. Deswegen bin ich hier auch an Band 2 interessiert. Machen wir weiter mit Book of Night von Holly Black. Auch ein Buch, was ich tatsächlich schon im Regal habe in dreifacher Ausführung. Aber noch nicht gelesen, weil irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Und freue mich jetzt auf jeden Fall, dass es das auch auf Deutsch geben wird. Vielleicht, wenn es dazu ein Hörbuch gibt, vielleicht höre ich mir das einfach mal an. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass ich da demnächst es wirklich lesen werde. Ich habe gerade irgendwie zu viele andere Dinge, die mich interessieren. Aber Hörbücher gerade gar nicht so viele, deswegen möglicherweise höre ich das. Also, ich lese euch hier auch mal den Klappentext vor. Charlie ist eine gewöhnliche Betrügerin, die als Barkeeperin arbeitet und versucht, sich von der Untergrundwelt des Schattenhandels zu distanzieren. Doch als eine Gestalt aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt, wird Charlies Leben ins Chaos gestürzt. Entschlossen zu überleben, gerät sie in einen Strudel aus Geheimnissen und Mord, in denen sie es mit Doppelgängern, merkwürdigen Milliardären, Schattendieben und ihrer eigenen Schwester zu tun bekommt, die alle verzweifelt versuchen, die Magie der Schatten zu kontrollieren. Auf jeden Fall klingt es gut. Ich will es auf jeden Fall auch irgendwann lesen, hören, wie auch immer. Nur mal schauen, wann. Dann erscheint im Knauer Verlag auch ein spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob man das Art ausspricht oder ART. Das ist ein komischer Titel, der so dargestellt wird. Auf jeden Fall erscheint das auch Anfang November. Und hier lese ich euch auch mal den Klappentext vor, beziehungsweise die Beschreibung. Eine Kunstausstellung im All. Ein begehrtes Objekt, nur eine Frau kann es schützen. Kunst dient den Reichen und die Erde ist dafür nicht mehr rentabel genug. Das haben die hiesigen Kunstgalerien verstanden und ihre Versteigerungen in die Weite zwischen den Sternen verlagert. Auf Luxusraumschiffen der Extraklasse können illustre Kunstliebhaber nun ihrem Vergnügen frönen und ungestört Milliarden für die kostbaren Schätze ausgeben. Doch auch im All bedarf es eines besonderen Schutzes, sei es nun vor Kunstschändern, Möchtegern-Dieben oder religiösen Fanatikern. Dafür ist Savoy Mithander zuständig. Sie arbeitet bei Art Secure, einer Sicherheitsfirma, die sich auf die Bewachung von Kunstauktionen im Weltall spezialisiert hat. Ihr neuer Auftrag? Sie und ihr Team sollen ein ebenso geheimnisvolles wie spektakuläres Objekt während einer Auktion schützen. Doch darauf haben es mehrere Gruppen abgesehen, darunter auch Savoys Ex-Freundin. Ein Wettlauf gegen die Zeit und Savoys Gefühle beginnt. Auf jeden Fall mal was anderes, habe ich so bisher auch noch nicht gehabt. Und ich glaube, so gerade dieses Ding mit den Kunstdieben, Kunstdiebstahl ist schon doch öfter mal ein spannendes Thema. Da gibt es ja auch etliche Filme zu. Ich habe, glaube ich, auch ein anderes Buch, was so in diese Richtung geht. Portrait of a Thief heißt das, glaube ich. Das war so eine Illumicrate-Ausgabe. Also verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. Von Maggies Stiefvater beginnt dann eine neue Reihe, nämlich die Dreamer-Trilogie. Und der erste Band heißt Wie der Falke fliegt, erscheint am 2.11. auch im Knauer Verlag und begleitet, glaube ich, einen Charakter aus der Raven Boys-Reihe. Das heißt, falls ihr die noch nicht gelesen habt, wäre es möglicherweise wichtig, die vorher zu lesen, denn ich glaube, der Klappentext spoilert sonst ein bisschen, denn etwas, was wir über diesen Protagonisten erfahren, den wir hier begleiten, das erfahren wir erst im jetzt zum Ende des ersten Bandes auf jeden Fall von den Raven Boys. Das heißt, falls ihr die noch nicht gelesen habt
Und falls ihr die noch lesen wollt und euch jetzt nicht spoilern wollt, dann solltet ihr jetzt ein bisschen vorskippen, denn ich werde trotzdem den Klappentext jetzt vorlesen und würde euch ja sonst, wie gesagt, vielleicht die Spannung ein bisschen wegnehmen. Also, alle, die es noch lesen wollen, sind jetzt hoffentlich weg. Ich lese jetzt vor. Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile, reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können, und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Albträume, die zum Leben erwachen, erbarmungslose Jäger und eine unwahrscheinliche Liebe. Wie schon in ihrer Urban-Fantasy-Reihe Raven Boys verwebt Maggie Stiefvater auf unnachahmliche Weise übernatürliche Elemente mit unserer realen Welt zu einer geheimnisvoll fesselnden Fantasy-Trilogie. Ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste nicht ganz so weit oben, aber irgendwie interessiert es mich auch doch. Also die Raven Boys haben mich ja leider mit dem letzten Band so ein bisschen verloren, das fand ich nicht ganz so gut. Den ersten und den dritten mochte ich eigentlich sehr gerne. Den zweiten, ja, der war so lala, und der vierte, wie gesagt, ja leider eine Enttäuschung. Deswegen bin ich noch unentschlossen, aber ich glaube, so der Vollständigkeit halber, vielleicht werde ich ihn doch lesen. Jennifer L. Armentrout erscheint auch mit einem neuen Buch auf meiner Liste, nämlich Shadow and Amber, eine Liebe im Schatten. Und das ist ihre Spin-off-Reihe zu From Blood and Ash. Ich weiß nicht, inwiefern der Klappentext hier spoilert. Ich habe ja von Blood and Ash auch noch nicht vollständig gelesen und ich glaube, da es eine Spin-off-Reihe ist, könnte es schon ein bisschen spoilern. Ich verlinke euch das Buch in der Infobox, aber ich will mich nicht selber spoilern, deswegen lese ich hier den Klappentext jetzt nicht vor. Es ist nur definitiv, wie gesagt, so, dass das zu From Blood and Ash gehört. Also ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich, dass man 1, 2 und 3 von From Blood and Ash liest und dann jetzt diesen Spin-Off-Band. Und da mir noch der dritte Teil fehlt von From Blood and Ash, ja, kann ich das jetzt erstmal noch nicht machen. Aber den dritten Band werde ich ja im Laufe des Jahres noch lesen müssen wegen meiner Rache des Sub. Ein Buch, auf das ich auf jeden Fall schon sehr sehnsüchtig warte, ist The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Das ist der dritte Band der Trilogie und ich bin so gespannt, wie es ausgeht. Ich habe über den dritten Band jetzt auch schon einiges Positives gehört auf Instagram von denjenigen, die ihn schon auf Englisch gelesen haben. Und deswegen bin ich super, super, super gehypt drauf und ich denke mal, ich werde ihn auch zeitnah lesen. Ich habe mir auch hier wieder die Sonderausgabe von der Bücherbüchse vorbestellt und werde natürlich warten müssen, bis sie ankommt. Dementsprechend, ja, kann es wahrscheinlich auch sein, dass das noch nicht ganz zum Erscheinungstermin ist, sondern vielleicht erst zum Ende des Monats, aber ich werde es auf jeden Fall so schnell wie möglich lesen dann. Und auch hier aus Spoilergründen lese ich den ersten Klappentext vor, also vom allerersten Band. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als dem Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Und ich würde mal auch sagen, die Reihe ist auch so ein bisschen geprägt von Intrigen und Rätseln und einem sehr, sehr spannenden Plot. Deswegen von mir auf jeden Fall große Empfehlung dafür. Von Olivia Atwater erscheint das Buch True Crown, die Lady und der Lord Magier. Hat einen sehr, sehr coolen Buchschnitt. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das irgendwie limitiert in der Erstauflage bloß ist oder sowas. Steht das hier irgendwo? Mit wunderschön farbig gestaltetem Buchschnitt, exklusiv nur in limitierter Erstauflage. Also falls ihr Interesse habt an einem farbigen Buchschnitt zu diesem Buch, dann solltet ihr es vorbestellen. Aber jetzt lese ich erstmal die Beschreibung vor, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Ein Mädchen ohne Furcht und Schüchternheit, welch ein Skandal. Theodora Attings, im Kindesalter von einem Elf der Hälfte ihrer Seele beraubt, kennt weder Furcht, Scham noch Schüchternheit oder was man sonst so von einer britischen Debütantin im 19. Jahrhundert erwarten dürfte. Dass sie sich von all den anderen jungen Ladies derart abhebt, ist ihrer Familie ein Graus. Doch gerade Doras unkonventionelles Verhalten erregt die Aufmerksamkeit des Lord Magiers des Königreichs, als sie im Gefolge ihrer Familie in der Londoner Gesellschaft auftaucht. Die Freundschaft mit dem umstrittenen Lord Magier könnte Dora allerdings endgültig zum gesellschaftlichen Outcast machen.
aber zugleich ist er ihre einzige Hoffnung, je wieder geheilt zu werden. Oder kann man etwa doch mit einer halben Seele aus vollem Herzen lieben? Es ist eine Trilogie, wie ich gerade sehe. Es gibt noch einen zweiten Band, Der Mantel des Elfenlords, und das dritte ist dann das Duell mit dem dunklen Magier. Ich denke mal, die anderen Bände erscheinen dann erst im nächsten Jahr. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde, das klingt sogar wirklich ganz spannend. Ach so, und jetzt, wo ich hier ein bisschen runterscrolle, ist hier auch das, ich glaube, das Cover vom englischen Buch dazu. Und das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, da gab es auch schon mal irgendeine Special-Ausgabe dazu. Half a Soul heißt das. Aber das hatte ich damals nicht bestellt, weil es mir nichts gesagt hat. Ja, tatsächlich, das deutsche Cover ist aber auch nicht verkehrt. Treason of Thorns, kalte Magie, flammender Zorn erscheint auch im November am 9.11. und hat auch in der Erstauflage einen limitierten farbigen Buchschnitt. Den finde ich nicht ganz so hübsch wie der andere gerade, aber der sieht auch nicht schlecht aus. Und auch hier lese ich euch gerne mal die Beschreibung vor. Das klingt eigentlich auch gar nicht so uninteressant. Violet Sterling hat die letzten 7 Jahre im Exil verbracht und sehnt sich zurück nach Burleigh House. Als eines der 6 großen Häuser Englands brachte Burleighs Magie eins der ganzen Gegend und auch Violet Glück und Zufriedenheit. Zumindest bis der Verrat ihres Vaters alles zerstörte. Jetzt, nach dessen Tod, hat Violet die Chance, an ihr Zuhause zurückzukehren. Aber Burleigh ist nicht mehr so wie in ihrer Erinnerung. Die Seele des Hauses schreit vor Trauer und Schmerz. Während seine gequälte Magie das Land verwüstet, muss Violet entscheiden, wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihr Haus zu retten. Bevor ihr Haus alles zerstört, was sie je gekannt und geliebt hat. Das klingt zwar ein bisschen düsterer, aber irgendwie erinnert das mich an den Disney-Film Encanto. Weil da ging es ja auch so um die Magie des Hauses und irgendwie spüre ich da so ein bisschen diese Vibes, auch wenn es wie gesagt in eine etwas düsterere Richtung zu gehen scheint. Die Winter Dreams-Reihe von Isla Date geht auch im November weiter. Da gab es ja bisher schon Like Snow We Fall und Like Fire We Burn und jetzt erscheint Like Ice We Break. Ich habe den ersten Band gelesen, den fand ich sehr, sehr gut. Den zweiten habe ich nicht gelesen, weil mich das Thema überhaupt nicht interessiert hat. Und das wurde ja auch im Band 1 schon ein bisschen angedeutet, worum es da gehen könnte. Das fand ich einfach eine Richtung, die mich nicht interessiert. Deswegen wollte ich es nicht lesen und auch da habe ich nicht so gute Rezensionen gehört. Ich bin gespannt, wie Band 3 jetzt wird. Als die renommierte Eislaufschule Ice Gate der jungen Einzelläuferin Gwen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der einzige Ausweg, sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Und als wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den Neuen in Espen. Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist überdeutlich und doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in den Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ihm die Kontrolle zu überlassen, ergreift Gwen diese letzte Chance auf ihren großen Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft und grenzenloses Vertrauen. Doch Gwen spürt nicht nur, dass Oscar düstere Geheimnisse vor ihr hat, viel schlimmer ist, dass sie sich selbst nicht mehr trauen kann. Ja, reißt mich, glaube ich, auch nicht so übermäßig mit, aber finde ich vom Thema her zumindest schon mal spannender als den zweiten Band. Dann nur ganz kurz angemerkt, es erscheint auch der zweite Band der Chroniken der Schattenjäger, jetzt in der Neuauflage vom Goldmann Verlag, Clockwork Prince. Falls ihr das also im Auge habt, dann könnt ihr die Geschichte jetzt quasi weiterlesen, endlich. Es ist ja nur ein Taschenbuch, aber die Bücherbüchse macht auch eine Sonderausgabe wieder dazu als Hardcover-Ausgabe. Ich weiß nicht, ob sie noch verfügbar ist, aber schaut doch einfach gerne mal im Shop von der Bücherbüchse vorbei, da findet ihr sie vielleicht dann auch. Ich habe es mir da auf jeden Fall vorbestellt, denn ich möchte gerne die Hardcover-Ausgaben dazu haben. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, wenn das ankommt. Von Naomi Novik erscheint dann der dritte Band der Scholomance-Reihe, die Goldenen Enklaven. Ich habe weder Band 1 noch Band 2 gelesen, deswegen kann ich dazu nichts groß sagen. Aber ich will niemanden spoilern, deswegen lese ich auch hier nochmal den Klappentext vom ersten Band vor. Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaften nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur 2 Wege heraus aus der Schule, die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Schule. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke, dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Klingt tatsächlich doch interessanter, als ich es irgendwie im Kopf hatte. Vielleicht schaue ich mir das doch mal an.
Bleib bei mir, Sam erscheint jetzt auch endlich auf Deutsch und ich freue mich sehr darüber, denn es war ein sehr, 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 sehr schönes Buch. Es ist auch ein sehr emotionales Buch, also ich glaube, da muss man schon in der richtigen Stimmung sein, um das wirklich zu lesen, um sich auch darauf einzulassen. Ich habe auch eine längere Zeit gebraucht, wie das Buch hier zu Hause stand, bis ich es wirklich gelesen habe. Aber falls, dann ist es wirklich ein sehr schönes Buch. Ich lese euch die Beschreibung gerne vor. Die 17-jährige Julie hat ihre Zukunft perfekt geplant. Endlich raus aus dem kleinen Ort, mit ihrem Freund Sam in die Stadt ziehen und studieren, den Sommer in Japan verbringen. Aber dann stirbt Sam und alles ist anders. Julie ist am Boden zerstört, geht nicht zur Beerdigung, wirft weg, was sie von Sam besitzt und versucht, ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich kann es euch bloß immer wieder empfehlen. Ich fand es eine sehr schöne Geschichte und ja, sie erscheint im November. Irgendwie wäre es einfach kein richtiges Neuheitenvideo, wenn ich nicht ein Buch vergessen hätte, was mir dann ein paar Tage nach dem Drehen des Videos aufgefallen wäre. Aber zum Glück noch rechtzeitig, sodass ich es nochmal schnell nachdrehen kann. Es ist nämlich Dark Ivy von der Liste irgendwie. Es hat sich einfach mein Blick entzogen. Es stand definitiv drauf, denn auf dieses Buch freue ich mich auch schon eine ganze Weile und werde es definitiv auch lesen oder als Hörbuch hören, je nachdem, wenn es das gibt. Und das Buch erscheint am 15.11. im KISS Verlag. Das gehört ja zum Rowohlt Verlag. Und auch hier lese ich euch schnell nochmal den Klappentext vor. Achso, und übrigens, auch dieses Buch hat einen exklusiven Farbschnitt nur in der ersten Auflage. Also falls ihr darauf Wert legt, dann solltet ihr euch das Buch vielleicht vorbestellen. Freunde finden. Das ist alles, was Eden Collins sich wünscht, als sie mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt. Nach einem tragischen Todesfall war das letzte Highschool-Jahr die Hölle. Das Getuschel, die anklagenden Blicke, das Alleinsein. Jetzt will sie einfach nur dazugehören und neu starten. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Schon in ihrem ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird. Und es ist ausgerechnet William Grantham III., der das bemerkt. Ausgerechnet der ebenso faszinierende wie abweisende Millionenerbe, mit dem sie bereits aneinander geraten ist. Ich freue mich persönlich sehr auf dieses Buch, zumal mich ja auch Eva und Blue von der Autorin sehr, sehr, sehr begeistert haben. Die fand ich richtig gut und dementsprechend wird das hier auf jeden Fall einziehen. Dann erscheint auch von Chloe Gong Welch grausames Ende. Das ist der zweite Band der Dilogie. Hier lese ich natürlich auch den Klappentext vom ersten Band vor, weil das ja unmittelbar aneinander anschließt sozusagen. Auf jeden Fall auch ein Buch, auf das ich schon sehr, sehr, sehr gespannt bin. Ich habe es immer noch nicht weitergelesen. Also ich glaube, die letzten paar Wochen kann ich jetzt auch noch warten, bis es auf Deutsch erscheint. Es geht im ersten Band um folgendes Thema. Eine Blutfehde zwischen zwei Banden färbt die Straßen rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, eine emanzipierte junge Frau, die die stolze Nachfolgerin an der Spitze der kriminellen Scarlet Gang werden will. Ihre einzigen Rivalen an der Macht sind die White Flowers, die Scarlet seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagov geplant, Juliettes erster Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Groll beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Band 1 fand ich sehr, sehr gut. Wer an Poetry interessiert ist, dem wird das nächste Buch, denke ich mal, gut gefallen. Möglicherweise es ist Gewitter, Wolken und Sommernächte, ein Gedichtband aus dem Lago Verlag von Marie Weiß. Und vielleicht kennt ihr sie auf Instagram, bloggt sie unter Maries Literatur. Ich folge ihr da schon eine ganze Weile, deswegen habe ich das jetzt auch mitbekommen, dass sie ein Buch veröffentlicht. Ja, letztendlich weiß ich gar nicht, ob ich die Beschreibung so groß vorlesen soll. Es ist wie gesagt ein Poetry-Buch. Marie weiß, wovon sie schreibt. Die Schwierigkeiten psychischer Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen finden in ihrem einzigartig persönlichen Buch genauso ihren Platz wie die Hoffnung, den Sinn und all die bunten Facetten des Lebens zu entdecken. Mit ihren Texten ist sie nah dran an ihrer Zielgruppe und holt die LeserInnen mit ihrer Sehnsucht nach mehr genau da ab, wo sie sich befinden. Zwischen diesem Wer bin ich und Wer will ich sein? Gewitter, Wolken und Sommernächte ist ein ehrliches Buch voller bewegender Texte. Von Alice Oseman erscheinen dann auch wieder zwei Bücher auf Deutsch. Zum einen eine kleine Zusatznovelle, die zu Heartstopper gehört, nämlich This Winter. Erlebe das Fest der Liebe mit Nick und Charlie. Und zudem erscheint auch
der vierte Band der Graphic Novel Reihe Heartstopper auf Deutsch. Also das könnt ihr dann quasi endlich vollständig lesen. Und den vierten Band fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Also letztendlich habe ich alle vier Bände sehr geliebt, aber der vierte hat nochmal so eine andere emotionale Richtung. Da gibt es noch ein anderes Thema, was ich auch sehr gut behandelt fand in dem Buch. Deswegen, ja, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. This Winter habe ich hier zu Hause, habe ich aber noch nicht gelesen tatsächlich. Aber ich habe es noch vor. Insofern, es erscheint jetzt auch Gott sei Dank auf Deutsch. Dann erscheint im DTV Verlag ein Buch, das im englischsprachigen Raum stark umstritten ist. Es ist nämlich von Alex Esther Leitlag. Da gab es ein ganz, ganz großes Drama, was sich um dieses Buch schon im Vorhinein jetzt gezogen hat. Also wie gesagt, zumindest im englischsprachigen Raum, denn da ist es bereits erschienen. Was genau das war, ich kann es ehrlich gesagt selber gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube, es ging darum, dass Alex Esther dieses Buch geschrieben hat, an einen Verlag geschickt hat. Die haben das aber abgelehnt und sie ist daraufhin eher so in Richtung Social Media gegangen. Also hat sich auf TikTok, hat da Content kreiert und ist sehr, sehr bekannt geworden auf Social Media dadurch und hat jetzt dann mit dieser Buchidee einen Verlagsvertrag bekommen. Eigentlich halt quasi nur, weil sie so berühmt geworden ist. Darüber haben sich sehr, sehr viele aufgeregt und es ist wohl so, dass sie auf TikTok auch mit Zitaten ihr Buch beworben hat, die letztendlich wohl gar nicht im Buch drinstehen. Das hat wohl auch viele Gemüter erhitzt. Ja, also so richtig weiß ich auch nicht ganz, was dahinter steckte. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt meine Geschichte. Also mich interessiert sie nicht so sehr. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie überhaupt lesen will. Aber nur, dass ihr wisst, da gibt es so ein bisschen Drama drum. Ich lese euch trotzdem einfach mal den Klappentext vor. Isla Crown ist die junge Herrscherin über das Wildvolk, ein Volk atemberaubend schöner Verführer. Doch ein jahrhundertealter Fluch hat sie dazu verdammt, jeden, in den sie sich verliebt, zu töten. Isla ist entschlossen, diesem grausamen Schicksal ein Ende zu bereiten und reist dafür in das Königreich Lightlark. Dort wird alle 100 Jahre das Centennial ausgetragen, ein Wettkampf zwischen den 6 Herrschern, deren Reiche unter dem Bann leiden. Die Prophezeiung besagt, einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen wird. Ein tödliches Spiel beginnt. Um zu überleben, muss Isla lügen, betrügen und entscheiden, ob sie ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Grimm und ihren Gefühlen für ihn tatsächlich trauen kann. Ja, wie gesagt, mich reißt jetzt nicht übermäßig vom Hocker die Geschichte, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht lesen. Weiter geht's mit dem zweiten Band von Mona Carstens Scarlet Luck Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände das werden am Ende, aber es ist jetzt auf jeden Fall der zweite, der heißt Fragile Heart. Hier lese ich auch mal den Klappentext vom ersten Band vor, denn es wird wahrscheinlich aufeinander aufbauen und deswegen möchte ich hier niemanden spoilern. Es geht im ersten Band um Rosie, die kann nicht glauben, dass sie Scarlet Luck für ihre Webradioshow interviewen darf. Nicht nur verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie. Nicht zuletzt deshalb, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührungen duldet, von niemandem. Aber dann steht die Band schließlich in Rosies kleinem Studio und alles geht schief. Das Interview muss abgebrochen werden und Wellen aus Hass prasseln auf Rosie nieder. Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlet Luck sie kurzerhand auf ein Konzert ein, als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt, und dem sie niemals näher kommen darf. Band 1 war für mich so lala. Ich denke aber trotzdem, dass ich Band 2 auch lesen werde. Weiter geht's mit der nächsten Fortsetzung von Sandy Brandt, Das Brennen der Stille, Silbernes Schweigen. Da fand ich den ersten Band auch super cool eigentlich. Hat zwar keine vollen 5 Sterne bekommen, aber es war dennoch eine sehr interessante Geschichte und die werde ich, denke ich mal, auch weiter verfolgen. Ich lese auch hier mal den Klappentext vom ersten Band vor, weil ich jetzt nicht weiß, inwiefern das vielleicht aufeinander aufbaut. Ich glaube nämlich schon. Es geht hier nämlich um eine Welt, in der das Sprechen quasi verboten ist, um es mal so zu sagen. Also, Olive und Kyle kommen aus 2 verschiedenen Welten. Die 18-jährige Olive lebt in einer Welt, die von absoluter Stille und Reinheit geprägt ist. Selbst unter der stummen Oberschicht gilt sie als Juwel. Kyle dagegen trägt tausende Wörter auf der Haut und ein gefährliches Geheimnis im Herzen. Als sie gemeinsam entführt werden, sind sie überzeugt, der andere sei der Feind. Sie ahnen nicht, dass dunkle Intrigen gesponnen werden. Olive will ihr Schweigen wahren, um nicht der geglaubten Sünde zu verfallen. Und Kyle weiß, dass es für ihn tödlich enden wird, wenn das stumme Mädchen hinter sein Geheimnis kommt. Beide müssen entscheiden, welchen Preis sie für ihre Freiheit zahlen wollen
und ob sie einander vertrauen können. Also in dieser Welt ist es quasi so, dass wenn du Worte sprichst, dass die dann als Narben auf deiner Haut auftauchen und die Menschheit ist halt davon überzeugt, dass das quasi eine Strafe Gottes ist, weil die Menschen das Wort nicht geachtet haben und halt einfach gelogen haben. Und ja, deswegen sollen die Menschen jetzt das Wort mehr achten. Und deswegen schweigt die Oberschicht sozusagen, um nicht eben die Narben auf der Haut zu tragen. Von L. Kennedy erscheint dann auch ein neues Buch, nämlich Avalon Bay Band 1. Ever Since I Loved You heißt das Buch. Ich habe von L. Kennedy tatsächlich noch gar nichts gelesen. Ich bin auch ein bisschen selber erstaunt, weil ich das so oft sehe, dass ihre Bücher gehypt werden oder dass sie so toll sein sollen. Ich muss mal gucken, ob ich damit langsam mal anfange. In diesem Buch geht es jedenfalls um folgendes Thema. Sie folgt immer den Regeln, doch mit ihm bricht sie alle. Mackenzie Cabot möchte es allen recht machen. Ihren fordernden Eltern, ihren FreundInnen, ihrem langjährigen Freund. Doch als sie für ihren College-Abschluss in das kleine Städtchen Avalon Bay zieht, trifft sie Cooper Hartley, der alle ihre Regeln in Frage stellt. Der als Bad Boy verschriene Cooper blickt hinter ihre Fassade des Good Girl und sieht die wahre Meg, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche und ihre Träume. Von niemandem fühlt sie sich so verstanden wie von ihm. Ihre Freundschaft ist bald das Realste in ihrem Leben. Und als mehr daraus wird, bricht Meg alle Brücken ab und lässt sich auf ihn ein. Was sie nicht weiß, es war kein Zufall, dass sie Cooper begegnet ist. Oh, das klingt auf jeden Fall, da ist Drama vorprogrammiert, würde ich sagen. Ein Buch, auf das ich tatsächlich sehr sehnsüchtig warte, ist von Anne Goldberg, Remember When Love Was New. Ich habe ja letzten Monat von ihr Remember When Dreams Were Born gelesen und es hat mich so fasziniert. Der Schreibstil war wunderschön, die Geschichte war wirklich richtig, richtig gut und auch mal irgendwie was anderes. Der Plot-Twist hat mich total umgehauen und dementsprechend bin ich sehr, sehr, sehr daran interessiert, weitere Bücher von ihr zu lesen. Und das ist der zweite Band innerhalb ihrer Second Chances-Reihe. Es geht hier aber, soweit ich das überfliegen kann, im Klappentext um andere Protagonisten, halt so typisch New Adult Romance Bücher. Deswegen kann ich das, denke ich, mal ganz gut vorlesen. 13 Jahre ist es her, dass Hamish Findlay Eileens Herz gebrochen hat. Mit einer SMS. 13 Jahre, in denen Eileen es geschafft hat, ihre Jugendliebe hinter sich zu lassen. Eine kleine Stadt aber vergisst nicht und so findet die große Neuigkeit im schottischen Stonehaven schnell den Weg zu ihr. Hamish ist in die Stadt zurückgekehrt, gemeinsam mit seinem Sohn. Doch was ist der Grund für seine Rückkehr? Und wo ist eigentlich die Mutter des Jungen? Als der kleine Nick sogar in Eileens Klasse kommt und dort Unruhe stiftet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit Hamish auseinanderzusetzen und mit der Erkenntnis, dass ein gebrochenes Herz vielleicht heilt, aber niemals loslässt. Nicht ganz und gar. Klingt auf jeden Fall auch wieder sehr emotional. Ich bin super gespannt drauf und ich werde es auf jeden Fall lesen. Dann auch nur als kleiner Einschub. Im November erscheint die Hardcover-Ausgabe von Julia Dippels Belial Seelenfrieden. Die Taschenbuchausgabe ist schon im Oktober erschienen, aber im November gibt es das Buch jetzt auch als Hardcover-Ausgabe. Ich habe es euch ja aber, wie gesagt, im November schon vorgestellt, deswegen dazu jetzt keine weiteren Details. Ihr findet auf jeden Fall alle Bücher in der Infobox verlinkt, also schaut gerne vorbei, falls euch die Hardcover-Ausgabe interessiert. Sandcastle Ruins, The Boys of Sunset High, Band 1, erscheint auch im November am 25.11. im Lux Verlag und ist von Vivian Summer. Ich habe von dem Buch vorher noch nie was gehört, auf jeden Fall. Es hat mich sehr interessiert, daran zu erfahren, worum es hier eigentlich geht. Und es geht um Folgendes. Er war mein Untergang und alles, was ich jemals wollte. Connor Quinn liegt als Erbe des millionenschweren Familienunternehmens Silver Horizons die Welt zu Füßen. Von seiner besten Freundin Kit mal abgesehen. Als er sie, 4 Jahre nachdem er ihr das Herz brach, an der Westside University wiedersieht, lässt sie keine Gelegenheit aus, ihm die kalte Schulter zu zeigen. Connor hat allerdings genug eigene Probleme, um die er sich kümmern muss, bis Kit zum Leidwesen beider ein Teil davon wird. Plötzlich auf die Hilfe des anderen angewiesen, verlangt Connor von ihr, seine Freundin zu spielen. Dass sie sich dabei wieder näher kommen, gehörte jedoch nicht zum Deal. Genauso wenig wie Kits Plan, Connor ein für alle Mal in die Knie zu zwingen. Das klingt leider nach übermäßig viel Drama und an der Stelle bin ich leider raus. Was jedoch für viele sicherlich sehr interessant sein könnte, ist, dass Brittany C. Sherry auch ein neues Buch veröffentlicht und das heißt »Denn ohne Musik werden wir ertrinken«. Und erscheint auch im November am 25.11. auch im Lux Verlag. Brittany C. Sherry mögen ja sehr viele von euch, deswegen habe ich das auch gerne mit reingenommen. Meine größte Angst ist es, dass er seine Träume aus den Augen verliert, weil ich seinen Blick trübe. Hazel Stone und Ian Parker konnten sich schon in der Schule nicht ausstehen, denn Hazel ging Ians Rockstar-Gehabe gewaltig auf die Nerven. Doch als sie alles verliert, ist Ian ihre letzte Rettung. Er lässt sie in sein Gästezimmer ziehen, unter einer Bedingung.
Sie muss ihn absolut in Ruhe lassen. Ians Band steht kurz vor dem großen Durchbruch. Ihm fehlen nur noch ein paar neue Songs und Ablenkung kann er nicht gebrauchen. Aber die Worte scheinen tief in seinem Herzen festzustecken, bis Hazel ihm hilft, seine Stimme wiederzufinden. Klingt auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Ich mag zwar für gewöhnlich solche Musikgeschichten nicht und so Rockstar-Gehabe, aber hier geht es ja zumindest nicht um irgendwie ein verrücktes Fangirl oder so. Deswegen, vielleicht schaue ich es mir mal an. Von Katie Robert erscheint dann endlich Neon Gods auf Deutsch. Das Buch ist im englischsprachigen Raum, glaube ich, sehr, sehr, sehr beliebt. Und nun können auch wir in Deutschland uns daran erfreuen. Es geht so ein bisschen um Hades und Persephone und ich lese euch auch hier gerne mal die Beschreibung vor. Er ist ein Mythos. Doch vom ersten Moment an gehört er ihr. Völlig aus dem Nichts hat ihre Mutter Persephone während einer schillernden Party Zeus versprochen. Doch das ist das Letzte, was sie will, und so flieht sie und findet sich auf der Brücke am Fluss Styx wieder, kenne ich leider nicht das Wort, die ins Reich des geheimnisvollen Hades führt. Niemand hat ihn je gesehen. Sein Platz in der Regierungsrunde ist schon lange leer. Hades hat sein Leben in den Schatten verbracht und keine Absicht, etwas daran zu ändern. Doch als sein Blick auf Persephone fällt, steht seine Welt Kopf und Hades ist bereit, es mit dem ganzen Olymp aufzunehmen, um sie nicht zu verlieren. Als Zeus Persephone aufspürt, muss sie alles riskieren, um ihr Leben und ihre Liebe zu retten. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das was für mich ist, aber es klingt auf jeden Fall nicht falsch. Und das letzte Buch auf meiner Liste ist von Annabel Steel, Worlds Beyond. Das ist der dritte Band ihrer World-Reihe und erscheint auch am 25.11. im Lux Verlag und es geht hier um Nele. Nele Schubert hat ihr Traumvolontariat in einer großen Literaturagentur in London ergattert. Als sie dann auch noch dem attraktiven Matthew über den Weg läuft, der sich ebenso für sie interessiert wie sie für ihn, scheint ihr neuer Lebensabschnitt perfekt. Bis Matthew Nele an ihrem ersten Arbeitstag plötzlich in einem Meeting gegenüber sitzt als ihr Chef. Auf keinen Fall will Nele den Job riskieren, für den sie alles gegeben hat. Doch im Büro kommt es immer wieder zu knisternden Momenten und ihre Gefühle für Matthew kann sie auch nicht einfach abstellen. Ist auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Die Reihe habe ich zwar jetzt noch nicht weiter verfolgt, also ich habe bisher kein Band davon gelesen oder gehört, aber ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich es machen sollte oder nicht. Dann waren das jetzt die Neuerscheinungen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren ergänzt, was euch vielleicht noch so aufgefallen ist, was jetzt neu erscheint. So können vielleicht andere auch ein bisschen davon profitieren. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und so können wir dann gemeinsam eine noch längere Liste und eine noch längere Wunschliste kreieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!